schön, schön, schön. Ich lock mich mal aus. Bis gleich. Aber da hatte ich doch recht, oder was soll ich ihm schreiben? Gib mir dein Loot freiwillig oder ich schieße? Ja, ja, ist schon okay. Mein, er hat kein Schloss an der Tür gehabt. Auch wenn er nichts getan hat, sich nicht gewehrt hat, er hat sich trotzdem versteckt von mir. Ja. Es war verdächtig, der hätte sagen können, hey, tu mir nichts, friendly. Dann hätte ich es mir wirklich überlegt, weil bei Altes war das auch so, wenn meistens friendly, dann war es friendly. Mhm. Meistens. Viper schreibt, kannst du mich und meinen Kumpel abholen? Warum? Weiß ich nicht. Sein hat Kumpel... Hat jemanden auf Russisch geschrieben? Nee, sein Kumpel ist ja der... Wisst schon. Der Dings. Achso, der andere, der ihm das Geld geschenkt hat. Ja, ja, genau. Also übrigens, ich habe jetzt auch eine Sniper. Ja, dann ist ja gut. Habt ihr alle Saves zugemacht? Na warte, ich muss in dem einen noch mal rein. Hier liegt irgendwo ein Zombie. Ja, ich weiß. Warte mal, geh mal weg. Geh mal bitte weg. Ich bin doch weg. Ja, weil ausschießen nicht möglich, während ein anderer Spieler in der Nähe ist. Darf ich jetzt noch mal den Code eingeben? Nee, den brauche ich nicht noch mal eingeben. So. Kommst du von hinten ran? Ich will nämlich noch eine Büchse essen, brauche ich noch. Oh, der Viper regt sich gerade auf, der diskutiert gerade einen Admin. Ah, wieso? Wolltest du noch ran an den Tresor? Nee. Ich überlege, ob ich mit der Sniper losgehen soll oder. Ja, mach doch. Ach, wir wollen ja sowieso erstmal bauen, ne? Ja, Holz besorgen. Dazu müssen wir in die Wälder. Auf der Insel ist genug Holz, schon mal, da drüben. Hm. Da ist ja. Und das willst du jetzt jede Rucksackladung willst du hier rüber so weit rennen? Dann. Wieso? Wir haben doch zwei Autos. Ja, das eine hat fast keinen Sprit mehr. Gut, dann haben wir ein Auto. Na gut. Hast du Bloodpack bei dir? Ne. Ah, ist okay. Ah, muss ich essen, jetzt was trinken. Ich muss erstmal meine Sniper einpacken, damit ich die Axt so. Esse ich jetzt noch was? Wir haben doch auch ganz viel Holz im Safe. Nee, 14 Lammer. Also in dem einen Safe waren 14 Lammer. Ja, und irgendwo ist auch ganz viel Plywood. Mm. Also richtige Packungen von Plywood, richtig viel. Wie Alter, hier da in ist den, noch so viel im Auto. In den Safe oder was? Ja, ja. Weiß egal, ich. Gehen wir erstmal ganz viel Holz holen. Mm. Aber bevor das passiert, gehe ich auch mal. Oh, ich muss was zu essen. Essen. Euch bei, gut. Dann logge ich mich nochmal kurz aus, gehe schnell was ja. tun, was man nicht machen sollte. Für seine was Liebe. Denn? Achso. Was soll ich jetzt alleine machen? Ich hole den Heli weiter hierher. Der steht da voll scheiße. Verdammt. Du bist gleich. Hallo. Hallo. Alle da? Jo. Also Ivan ist kurz eine Rauchen gegangen. Rauch. Hattest du den Heli? Ja. Okay. Weil ich den woanders hinstellen will. Weil ich finde am Dorf da, so nah am Dorf, weißt du? Ah, recht hast du.
verlieren hier die Leute auf einmal immer die Verbindung. Keine Ahnung. So. Jetzt gar nicht abgeschlossen. Na doch, aufschließen steht jetzt hier. Okay. Ja, wir fahren dann mit dem kleinen Bus, fahren wir darüber, wo der Wald da drüben ist. Weißt du? So. Und da lassen wir auch machen. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Tiere schießen oder so. Stimmt. Ja, weibliche Charakter ist übelst selten, dass du da Kleidung findest. Ich weiß. Aber egal, sieht auch so gut aus. Hm. Oh, Ivan. Hast du schon wieder Dreck hingelegt? Ist halt so. Ja. Warum liegst du denn, Ivan, könnt ihr ja gleich so eine Brotkrumenspur bis zur Tresore legen, ne? Auch machen, ja. So, der müsste dann hier hinten wieder auftauchen. Hat man sich ausgelockt oder was? Ja, weil irgendwas nicht funktioniert hat bei ihm. Was ist denn jetzt nur mit dem Wolf? Weiß ich nicht. Will er hier weiterbauen oder? Glaube ich weg. Was? Hier drauf ist er noch auf dem Server. Ja, ja, aber. Ja, er sieht da, also die Burg ist ja eine Lootburg und. Ja. Ist klar, dass er da nie Ruhe hätte, weil da Leute hingehen zum Looten und so. Mal hier vorne gucken. Oh. Oh, gefällt mir hier gut aus. Schön ruhig. Wo bist du denn jetzt? Also meine Olle tut schon einen ganzen Tag überlebt. Hm. Ach so, am Tresor. Ja. Ich hoffe mal, dass dieser Charakter, ich glaube der erste, der hatte auch schon 2 Tage oben stehen gehabt, aber dann ist er gestorben. Oh, schade. Ja, das war der, der am Airport gestorben ist. Oder der davor? Ich glaube, das war der, den ich hier vor hatte. Aber der müsste hier bald auch einen Tag da oben stehen haben. Einmal essen und trinken habe ich noch bei mir und komplett Heilungssatz, falls nötig. Mhm. Wir haben echt schon viel Zeug, muss man ehrlich mal sagen. Ja, aber mir würde es wohler gehen, wenn wir jetzt hier noch ein schönes Häuschen mit einer fetten Mauer drum hätten. Ja, natürlich. Und eine Heli-Landeplattform natürlich, ne? Die nicht zu vergessen. Kommt noch. Oh ja. Aber wie ist eine schöne Stelle ausgesucht? Da unten könnten wir ja noch, na gut, da kann dann ja jeder hin. Für die Boote. Ja, natürlich. Für die Boote. Aber wir dürfen auch nicht zu doll bauen, ne? Wir müssen ja, ich weiß. Ich weiß, sonst kostet es wieder. Ne, soll ja bloß hier die Fläche, wo ich gerade sitze, hier. Also hier so die, ne? Die Tresore sind hier so. Bis hier so. Bis hier so, wo die Bäume aufhören. Eben so einen kleinen Camp, vielleicht der Eingang, vielleicht
weiß nicht, vielleicht vorne raus, zum, da wo der Heli jetzt steht. Ja, würde ich sagen. Ja, ne? Ja, die Fläche hier. Und das reicht. Dann Doppelstockhaus, weil der Heli soll ja, muss ja über die Bäume, ne? So eine Plattform. Ich weiß jetzt warum, ich weiß warum der Heli in die Luft geflogen ist. Ja, warum? Weil der oben im Turm gelandet ist und wahrscheinlich ist Bug das. Nee, aber der Heli stand doch da auch vorher. Da hatten wir den noch einmal weggeholt und dann hatten wir den da wieder hingestellt. Ja, aber jetzt hat er dann auch mal gelandet. Vielleicht war er irgendwie zu nah an einer Kante. Dann bug das rum und dann ist er in die Luft geflogen. Das kann natürlich auch sein. 30 Minuten ist eh Reststart. Na Leute, dann mache ich hier mal einen Schnitt. Und wenn es wieder ein bisschen interessantere Dinge gibt, schalte ich wieder ein. Dann sage ich mal Tschüss, bis dahin.